Ich hab Bus bekommen. Diesmal von Saal Digital direkt ins Büro. Aber was da drin ist, sehen wir gleich. Aber erstmal Intro. Dieses Video ist weder gesponsert noch irgendwie im Auftrag von Saal Digital, sondern ich habe privat was bestellt und packe das jetzt einfach mal mit euch zusammen aus. Ne? Machen wir so. So, was genau hier drin ist, sehen wir ja gleich. Ich habe was bestellt, vor allem für eine Messe, auf der ich und die liebe Jenny Wood sein werden und unseren Zeug verkaufen. Und ich habe jetzt als Fotograf jetzt nicht so viel zu verkaufen, also ich habe hier ein paar Prints von meinen Landschaftsaufnahmen gemacht. Und schau mal, vielleicht will jemand haben. Und, wie gesagt, total digital. Da ich einen Gutschein hatte, muss ich einen Mindestbestellwert erfüllen. Deswegen habe ich auch ein bisschen Spielerei bestellt. Umso besser kann man sich das angucken. Während ich das auspacke, muss dazu gesagt werden, es sind hier drin 150 Grad ungefähr. Draußen sind es noch mehr. Wir haben eine Klimaanlage, die haben wir jetzt gerade mal ausgemacht, damit man mich hört hier. Ja, ansonsten, warum bestelle ich bei Saal Digital? Weil Saal Digital cool ist. So. So, damit haben wir Umschlag 1. Zwei Umschläge in einem. Okay, machen wir erstmal den einen. Kleine Prinz. Ja, sehr schön. Natürlich, wie man es von Fotosachen kennt, mit einer kleinen Preview. Auch wenn die sehr, sehr klein ist. So, kommen wir erstmal zu den ersten. Ich war bei einer Theateraufführung und habe mir dann mal ein Foto entwickeln lassen. Dazu kommen noch zwei davon, weil die liebe Jenny das Bild so sehr mag, habe ich sie einfach mal entwickelt. Für meine Wand, habe ich euch die Wand im Schlafzimmer schon gesagt? Nein, ich glaube nicht, da hängen Fotos, die ich so auf Reisen mache. Haben wir einmal Marvin Clifford und meine Cousine, ja, wenn ich Fotos bestelle, warum nicht auch noch für 15 Cent gerade einen Abzug von schönen Digitalfotos, weil Fotos digital zu haben ist genial und ich schwitze einfach, das ist Wahnsinn. Fotos digital zu haben ist genial, aber Fotos in der Hand zu haben ist noch genialer und die Farben und die Qualität dieser Fotos, wenn ihr sie in matt druckt, druckt immer in matt, niemals glänzend. Glänzend ist die nuttige Schwester von matt, hat die liebe Grit mal gesagt, und das stimmt. Ja, Qualität ist einfach genial. Und dann haben wir hier noch was drin, was quasi mitverkauft wird. Der gute Mandelbrot, ich verlinke ihn mal hier irgendwo, hat zu unserer St. Falls Anthologie Bilder gemalt, beziehungsweise im Auftrag. Nämlich hätten wir einmal Beast und den guten Wolf. Sehr cool, oder? Genial. Coole Abzüge, schöne Qualität. Habe ich auch nicht anders erwartet von Saal Digital, aber mega. Wird auch auf der Messe, wenn ihr wollt, keine Ahnung, Euro. Ja, nochmal das. Kommen wir zu dem hier. Ich nehme an, das sind die großen Prints. Ich verkaufe keine Prints von Models. Ich habe aber ein, zwei mitbestellt, weil ich so eine Fotomappe habe, damit quasi ein paar neue Fotos reinkommen. Und ich hasse dieses Papier. So, dann haben wir. Ich zeige einfach mal, ich habe immer so zwei bestellt, dann kann, falls die überhaupt jemand haben möchte. Einmal eine wunderschöne Talsperre. Dann nochmal eine wunderschöne Talsperre. Dann Pflanzen an der Wand eine wunderschöne Talsperre. Ich finde einfach die Qualität Fuji-Papier. Genial. Einfach richtig, richtig schön. Das hier, das erkennt man glaube ich schlecht, aber das ist eine kleine Erdbeere, die ist so witzig reingewinden, hat auch an einem Wegrand gesehen. Ich kann die Bilder eigentlich auch einblenden, aber ich liebe diese Qualität. Also es ist wirklich. Es gibt nichts Geileres,
als ein cooles Foto machen, das Foto schön bearbeiten oder halt das Beste aus dem Foto rausholen und es dann in der Hand zu haben, zu riechen, zu schmecken. Hm. Naja. Ich liebe das einfach. Das ist einfach so. Ich mache hier noch einen Waldweg und nochmal Talsperre. Da habe ich Reis drum gemacht. Und so, das sind die, die ihr kaufen könnt auf der Messe, wenn ihr vorbeikommt. Auf Wunsch, auch in Bestellungen mit Größe, alles möglich. Dann kommen wir zu Modelbildern. Ist nicht schön. Die gute Cat Delicious bei mir im Planschbecken zu Hause. Ich habe Kinder, ist egal. Kommt mal ein Video zu. Das machen wir nämlich neu mit ein paar anderen Damen. Ich liebe diese Bilder einfach, die sehen einfach cool aus. Dann haben wir hier noch ein Groß. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Es klingelt. Moment. So, bevor wir feiern den Postboten, weil er hat auch ein Paket für mich gebracht. Treppe hoch. Moment. Ui. Dieses Foto, ich blende die am besten auch mal ein, damit man die richtig sieht, ist mein allererstes Foto, was ich gemacht habe. Also das erste, mit dem ich, wo ich zu einem Ort gegangen bin, das Foto absichtlich geschossen habe und das nachher auch bearbeitet habe. Der Clou an dem Ganzen ist, es steht auf dem Kopf. Ist das nicht cool? Geil. Mag ich. Aber dann noch ein paar Sternenaufnahmen. Dann sowas ähnliches wie Sternenaufnahmen, nämlich UV-Licht. Und hier sieht man ganz besonders, sieht man wahrscheinlich nicht bei euch, aber wie genial diese Farben sind und wie knackenscharf das in der Wicklung ist. Also krass. Das kriegt ihr bei Aldi, Lidl und Co. nicht. Glaub mir, ich hab's probiert. Kriegt ihr nicht und kostet genauso viel. Saal digital. Ich weiß, ich sag den Namen sehr oft, aber das ist einfach länger. Gute Krümel. Auch sehr schön. Das hier würde ich gerne nochmal machen. Mit Wasser. Auch cool, ne? So. Damit haben wir die Prinz. Und die Kleinprinz. Und wir haben noch was in dem Paket drin. Nicht in dem großen, sondern wir haben hier noch einen Umschlag, zwei Umschläge. Hey! So, losschneiden. Um eine Art Porto zu sparen. Ich liebe es. Ich liebe es, Sachen zu bestellen sowieso, aber Sachen zu bekommen. Das ist so cool. Ja, sehr cool. Also, ja, fangen wir mit dem an, was hier drin ist. Ich finde Selfies per se, ich finde es cool, wenn Leute das machen. Ich persönlich mag mich allein auf Bildern nicht. Aber Selfies mit anderen, das ist cool. Und mit meinem geilen Objektiv, was ich da auf der Kamera habe, das 24-17 GM, kann ich aus der Hand Selfies machen, die cool aussehen. Und das habe ich so, das wird seit einem halben Jahr, seitdem ich das Objektiv habe, gemacht. Und habe auch mit meiner Fotobox oft Selfies gemacht mit Leuten. Und weil ich irgendwie 5 Euro noch voll kriegen musste für die Bestellung, damit der Gutschein greift. Habe ich ein Buch gemacht. But first, let me take a selfie. So. Und das ist genial. Das ist halt so ein Fotoheft in Anführungsstrichen. Und da sind dann lauter Fotos von ganz tollen, lieben, wundervollen Menschen drin. Die einfach, ja, mein Leben bereichern, Spaß machen.
Und am Schluss noch ein Klang. Das ist eine doofe Spielerei, aber es ist lustig. Und 5 Euro. 16 Seiten. Warum nicht mal sowas verschenken? Sei ich da. So, und jetzt kommen wir zu etwas. Ich schwitze wie Hölle. Ich weiß, das sieht man in der Kamera und ich muss euch das nicht sagen, aber kommen wir hierzu. Das sieht komisch aus, ist aber mega cool. Saal Digital bietet nämlich sogenannte Retro-Prints an. Wir kennen das ja alle, so Retro ist ja gerade ganz schick und so Sachen wie Polaroid sind ganz geil und in. Und dann gibt es quasi eine Druckvariante, die nennt sich Retro und das ist dann so auf Polaroid gemacht. Die sind dann auf der Rückseite bedruckt mit, also sieht aus wie ein Polaroid. Und ich habe die, ich benutze die, ich hänge die bei mir am Regal zu Hause und habe halt 2 zusätzlich bestellt. Sehr cool. Und für die liebe Jenny, das kann ich ihr jetzt ruhig zeigen, weil sie hat es wahrscheinlich schon, habe ich auch noch eins machen lassen von der letzten Lesung, auf der sie und Markus Krämer gerockt haben. Eins in groß. Erstens wollte ich mal sehen, wie groß Rot im Vergleich zu klein ist. So. Und zweitens, schönes Bild. So, vermutlich hat man je kein Bild gesehen, was ich in die Kamera gehalten habe, weil alles unscharf. Dann blende ich das in der Postproduktion einfach ein. Tut mir leid, lieber David aus der Zukunft. So, das war Saal Digital. Und als Bonus kann ich ja das Amazon-Päckchen aufbauen. Ich weiß ja, was drin ist. Wird auch noch in dem Video vorkommen. Großer Kaffeetrinker und seit diesem Jahr auch so frisch aufbrühen, selbst brühen, Pour-Over-Trinker. Allerdings ist es im Moment einfach zu warm für Kaffee. Und ja, es ist zu warm für Kaffee. Also wollte ich mal Cold Brew ausprobieren. Dann wird der Kaffee irgendwie in kaltes Wasser. Komm, mache ich mal was drüber. Aber ich habe keine Kanne dafür. Beziehungsweise man kann es mit jeder Kanne machen, aber ich wollte eine Kanne mit Filter. Und die ist ja drin. Frisch aus Berlin mit einer unöffnenbaren Packung. Ja. Schlicht, simpel, einfach. Kindersicher. Cool, oder? Nichts Besonderes, nichts. Komischer Gimmick-Griff. Soll jetzt auch keine Kaffeekannen-Review werden, das ist einfach nur Filter, Kaffee oder Tee. So, das war das kleine, wahrscheinlich sehr lange Unboxing-Video meiner Lieferung. Mittagspause ist rum, ich gehe jetzt wieder arbeiten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bestellt bei Saal Digital, probiert es einfach aus, das ist mega. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.